letzten Video habt ihr von den drei Weisen aus dem Morgenland berichtet bekommen. Auch von der Geschichte von Maria und Josef, die in vollem Lauf war. Oder sagen wir besser, sie hatte wieder mal eine Wendung, die keiner erwarten konnte. Wer konnte denn wissen, dass dem Kaiser in Rom gerade mal einfiel, einschätzen zu wollen, wie viele Steuern ihm eigentlich zustanden? Na also, hier ist der Beweis. Es gibt doch wirklich immer wieder etwas Neues unter der Sonne. Die erste Steuererklärung wird erfunden. Um zu beweisen, dass man existiert, muss man in seinen Geburtsort reisen und sich dort eintragen und das Vermögen schätzen lassen. Josef hatte keine Chance, die verspätete Abgabe der Steuererklärung zu beantragen, wegen einer bevorstehenden Geburt. Wie hätte das auch einen Steuerbeamten überzeugen können? Ich wollte sagen, einen römischen Steuerbeamten überzeugen können. So schrie eines Morgens ein Ausrufer auf dem Marktplatz. Hört her, es ist die allererste Schätzung, die der römische Kaiser, der als Gott verehrt werden will. Unterbrecht mich nicht, es ist die allererste Schätzung, die unser erhabener Kaiser Augustus durchführen lässt. Jeder gehe zur Eintragung der Steuer in seine Stadt, in der er geboren ist. Das ist ein Befehl. Wer diesem Befehl nicht nachkommt, wird mit strengster Strafe zu rechnen haben. Maria sagte zu Josef: Wir müssen in deinen Geburtsort ziehen. Darauf antwortete ihr Josef: Wenn ich ziehen müsste, was wäre dabei? Ein paar Tage Wanderschaft. Aber bei dir ist das eine andere Sache. Aber warten bis nach der Geburt können wir auch nicht. Es wird schwer werden und ich mache mir Sorgen. Der Kaiser macht sich Sorgen, dass er unsere Steuern nicht bekommt. Und Herodes, dass er nicht genug abbekommt, um seine Burg und seinen Palast zu bauen. Und du? Besser, wir gehen gleich los, damit wir nicht unterwegs von der Geburt überrascht werden. Manchmal ist es von Vorteil, dass wir nicht viel haben. Da müssen wir nicht viel einpacken. Was wir zurücklassen müssen, können wir beruhigt hergeben. Unser Herz hängt nicht daran. Das ist die Freiheit des Armenseins, was die Leute zu Hause angeht. Ich weiß nicht, ob ich sie vermisse, wenn das Kind geboren wird. Du hast recht, aber ich gehe mit etwas Angst und Befürchtungen, auch mit Wut darüber, dass nach unserem Leben scheinbar niemand fragt. Wirklich, so sind sie losgezogen. 120 Kilometer. Es ging vor allem zum Schluss noch richtig bergauf. Vorbei an der großen und schönen Stadt Jerusalem, vorbei an der großen Burg des Herodes, in die er sich zurückzog, um sicher zu sein vor Attentätern und in der man immer feiern konnte. Selbst wenn das dem Volk extrem schlecht ging, während der Wanderweg immer schwieriger wurde, sagte Maria zu Josef: Wir müssen Pause machen. Es geht nicht anders. Ich kann nicht mehr. Ich denke, die Zeit wird knapp. Daraufhin sagte Josef zu Maria: Es ist nicht mehr weit. Das letzte Stück ist immer am schwersten. Es geht schon bergauf und dann muss bald Bethlehem kommen. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so schwer wird. Es ist ein Gedanke, der mich bewegt. Du hast immer gesagt, dass deine Vorfahren hier aus Bethlehem stammen. Na klar, ich zähle sie dir mal auf. Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Usia. Das reicht. Wie viele waren das? Mein Vater hat erzählt, es waren 12 bis zur babylonischen Gefangenschaft und danach bin ich der 11. Nachkomme. Natürlich alles vom König David angerechnet. Ich habe es geahnt, deswegen Bethlehem, damit unser Sohn in Bethlehem geboren wird, in dem Ort, wo David lebt. Unser Lebensweg ist schon manchmal geheimnisvoll. Komm, lass uns gehen. Ich versuche dich zu stützen. Ich habe Angst, dass schon alle Leute schlafen, wenn wir kommen. Lass nur, ich schaffe das letzte Stück noch. Es ist sogar besser, ich bleibe etwas in Bewegung, als wenn ich erst sitze. Nur langsam muss es gehen. Als sie nach Bethlehem kamen, war es nun doch schon fast dunkel und die Sterne fingen an zu leuchten. Zum Glück waren noch einige Kinder auf den Wegen. Die Kinder fragten: Wo kommst du denn her? Bist du aus Bethlehem? Josef antwortete ihnen: Nein, sie ist nicht aus Bethlehem. Aber als ich so groß war wie ihr, habe ich mal hier gewohnt. Dann weißt du ja, wo du hingehen musst. Ja, ich wollte in das Haus von Ben Jakob.
Da wohne ich, das ist mein Opa. Habt ihr denn noch etwas Platz im Haus? Vor allem meine Frau braucht einen Platz. Bei ihnen ist alles voll. Sie wohnen alle in einem großen Raum und draußen ist es jetzt zu kalt. Stimmt. Maria sagte zu Josef: Versuch es irgendwo anders. Josef fragte einen Mann auf der Straße: Und wie ist das mit Ihnen? Haben Sie noch Platz in Ihrem Haus? Jedoch bekam er keine freundliche Antwort. Was denken Sie, wenn ich Sie mir einsehe? Ich nehme Sie nicht in mein Haus auf. Wenn man in solch einen Zustand losgeht, ist man selber schuld. Wir können doch gar nichts dafür. Das sagen alle, alle sagen das. Wenn die Leute wüssten, sie wollen die Not der anderen nicht sehen. Josef fragte bei einem nett wirkenden Mann nach einer Bleibe. Könnt ihr uns nicht helfen? Ach, grüezi Gott, schon wieder Leute, die hierher kommen, als wären es nicht schon genug Leute, die schon da sind. Ich bin aus Bethlehem und wir mussten hierher kommen. Ach, mit ihnen habe ich Mitleid. Aber die Leiter zu meinem Haus kommt ja nicht mehr hoch, so schwanger wie ihre Frau ist. Kommt mit, ich bringe euch wenigstens in den Stall, zu den Tieren, da ist es schön warm.